aber es gibt dann schon ein paar neue. Da gibt's leider den Will Slam Blitz nicht. Sam Mike, Free Press. Ja, doof. So. Oh, jetzt lade ich irgendwelche Updates hier runter. Sodle. Warum spielt ihr Madden nicht auf PC? EA Sportspiele spielt man nicht auf PC. Auf PC werden die immer abgestraft. Da ist ja entweder alte Version, wo die Engine irgendwie nicht aktuell ist, oder die spielt halt kein anderer online und so weiter. Also Xbox, also PlayStation und dann Xbox ist halt Sportspiele, da spielst du die drauf. So, Steam. Ich muss ja sagen, ich habe bei Fall Guys bisher erst ein einziges Mal gewonnen und das war mit Peter, echt? Sepp und Jay. Also vielleicht bringst du Glück. Guck mal immerhin. Ja. Also ich habe bei Fall Guys noch nie gewonnen, aber ich bin mal ins letzte Spiel gekommen, ich glaube zweimal. Ja, da verkacke ich auch am meisten. Und das war frustrierend. Ich kenne noch nicht alle. Letztens habe ich mit Peter und Dalu gespielt und Dalu dann halt so, ja, ich habe schon 15, 16, 17 Mal gewonnen, alles klar. Ja, gut, je nachdem, wie oft du zockst, ne? Okay, ich kenne auch noch nicht alle Spiele, glaube ich. Warte mal, ich muss mal eben mal. Wo ist mein Controller? Das Spiel überhaupt in OBS? Muss ich mir eben nachgucken. Ja, ich glaube schon. Hab ich. Ich erinnere auch mal ganz kurz. So. Folger ist inzwischen extrem hackerverseucht. Ja, das hat Jamie auch erzählt. Ja, leider. So Leute, die speedhacken oder sich teleporten oder so. Aber ich muss erstmal die Strecken lernen. Schon mal für die LAN am Wochenende. Macht ihr das dann? Ich schätze mal, wir werden auch Vollgas spielen, safe, ja. So. Und aus Madden mit Chris wird Vollgas mit Chris. Geil. Wo packt man denn bei Vollgas so die Kamera hin? Ich hab sie mal nach ganz unten. Wie bei. Also ich hab bei Civ auch die Kamera unten. Gucken wir doch mal nach. Dankeschön, AKL, für die Bits. So. Fall Guys. Update. Aha, links. Unten rechts. Oben rechts. Okay, jetzt kommt die Antwort. Scheißegal, wo du den packst. Ich lass die einfach. So. Okay. Ich würde mir ganz kurz noch was zu trinken holen. Bin aber gleich wieder. Ja, mach mal, hydrieren ist wichtig. Okay, vielleicht habe ich mir noch ein Eis geholt. So. Was? Ich will auch eins. Was für ein Eis? Ich habe hier ein schönes Magnum Classic. Mm. Ja, also ich hatte Bock. Ich wollte eigentlich schon was zu trinken holen und dachte so, ach komm, ein Eis geht. Ich lade dich mal ein. Jetzt haben wir allerdings ein Zweier-Team, wa? Ja, also wir können auch noch irgendwen dazu holen, wenn du magst. Stimmt, können wir eigentlich einen Squad-Stream machen?
Nee, ich bin ja noch kein Partner. Ich kleiner Strulli bin ja noch Affiliate. Ich muss es schaffen, einen Zuschauerschnitt von 75 zu bekommen. Und ich bin irgendwo um die 60. Also okay. Eines Tages werden wir das packen. Ja, also die Story letztes Jahr war, also das ist ja eigentlich bei diesen Sportspielen immer gleich, weißt du, du hast so diesen Typen, der von ganz oben wahrscheinlich nur aus irgendwelchen Favelas kommt und sich dann mit Fußball, Tennis, Basketball oder in dem Fall wahrscheinlich Football den Weg in die Pro-Liga erspielt. Mit einem Drama zwischendurch mit seinem besten Kumpel, der bei dem gleichen Verein genauso war. Ja, genauso war. Immer das Gleiche. Der eine hat eine Herzmuskelstörung gehabt in diesem Teil. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber es war wieder Drama, Drama, Drama und seltsam. Typ von ganz oben aus Favelas. Oh, habe ich von ganz oben gesagt. Ich meinte natürlich ganz unten. Ja, wir können einfach mal eine Runde machen. Komm, zack. Mal gucken, okay. Was die Zweier passiert. Ich glaube, da kommen wir in Team Gelb, oder? Mal gucken. Kann gut passieren, ja. Egal, wir zocken. Die sollen nicht so gut sein, aber die sind auch deswegen nicht so gut, weil das die Leute sind, die aufgefüllt werden, also die alleine spielen. Ja, genau. Stimmt, Dankeschön, Cookie, dass du den Kanal von Mike, also MikeLS-91 postest. Da hatten eben Leute gefragt, wie dein Kanal ist. Danke, Cookie. Dankeschön, lieber Cookie. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, warum ich so hell bin bei mir. Oh Gott, jetzt kommen die ganzen Follows rein. Bring, Marzia! Dachte, das mit dem Team Gelb wurde gepatcht. Ist es so? Du meinst Team Gelb, aber weiß ich nicht. Jay meinte, er hätte noch nie Gelb gespielt und er hätte immer mit Gruppen gespielt. Leute, ihr kommt gerade alle rüber. Vielen lieben Dank. Naja, diese Team Gelb-Theorie stimmt leider. Das ist immer das schwierigste Team. Aber wenn es gepatcht wurde. Okay. Anscheinend ist es jetzt blau. Nice. Das ist ja super. Geiler Patch. Oh shit. Eis kurz zur Seite. Auf geht's, Chris. Okay. Oh lol, letzte Reihe. Du bist zwei vor mir. Ah, da bist du. Was bist du denn? Bist du so ein Baseballer oder was ist das? Ja. Oh Gott. Hätte ich gar nicht hechten müssen. Oh Gott, ich hab einen Flickflack gemacht. Boah. Ich bin über den drüber gesprungen, trotzdem hingefallen. Oh nein. Fuck you, Spiel. Ey, mich hält einer fest. Nein. Okay. Du Blödmann. Oh, so gerade noch. Lauf, kleines Mädchen. Hier musst du auf den Schleim springen, Chris. Hab ich. Okay. Jawoll, easy game. Aber hier fliegst du echt schnell raus, wenn du irgendwo mal so in diesem Getümmel liegen bleibst. Ja, also in der ersten Runde fliegt man nicht raus. Ich flieg dauernd in der ersten Runde raus. Ich habe jetzt noch nicht so viel gespielt. Aber danke. Man nicht. Alter, Cookie. Jetzt lässt du noch einen Sub hier oder was? Cookie, vielen lieben Dank. MVP. 1776 bin ich. Wo bist du denn? Ich gar nicht. Wann bist du an? 1218 ist meine Zahl. Ich habe eigentlich nichts Großartiges an. So ganz viele kleine Pillen sind auf meiner Haut. Rosa-gelb. Hallo, sagt man, kann ich in der ersten Runde raus. Ja, ja, ja. Kann sich wieder nicht entscheiden, welches Spiel. Komm schon. Nicht Fußball. Ich finde, also Fall Guys ist cool. Es bräuchte noch ein paar mehr Level. Und es wäre irgendwie geil, wenn du auch so eine eigene Lobby machen könntest. Das wäre halt cool. Ja, das wäre wirklich das wär cool. Das wäre mega. Also ich würde gerne mit dem Chat eine eigene Lobby machen. Eierclown! Ey, ohne Spaß, ich muss nur ganz kurz Liebe sagen. Ich will jetzt nicht hier zu viel darüber reden, aber jetzt sind auf einmal 270 Zuschauer bei mir, weil ich einmal mich über Twitch-Partner beschwere. Danke, Chris, und danke, Pizmeat, und danke, Cookie. So, ab in die Eier. Lauf, Chris! Ja, 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 ich gehe jetzt rüber zu Team Gelb. Ich bleib hier. Und dann hau die Eier raus. Wobei, nee, ein goldenes brauchen wir. Wir brauchen ein goldenes. Kurz hingefallen. Nein, rot hat goldene. Nice. Nein! Ihr macht das bei uns, ne? Easy, easy peasy. Nee, gib mir mal das goldene Ei. Gib mir auch das goldene hier. Das braucht ihr nicht. Lass dich mal da durch, ich will da nur hier rauswerfen. Ey, den kann man hier gar nicht. Nehmt das Ei jetzt hier! Nehm. Dann nehme ich halt die anderen Eier. Kümmert ihr euch mal um das Gelbe. Jawohl, ein goldenes ist raus. Jawohl, da ist das Goldene. Das muss zu uns. Das ist wichtig. Haben wir nicht. Oh lol, wir haben ja gar nicht genug. Nee.
Alter, wie krieg ich denn... Ich hätte bei Rot rauswerfen müssen. Nein! Der Gelbe! Hau mal ab da! Oh Mann, ey, Blau ist halt echt... Ja! Da, nein! Jetzt hat Gelb zwei goldene Eier? Ich glaube dir nicht. Okay, Gelb ist komplett voll mit Eiern. Und dieser Netcode ist halt manchmal ein bisschen blöd hier, weil manchmal wirst du gesnackt, obwohl du denkst, du bist weit genug weg. Jawohl, Chris, hoch, hoch! Ja, kann ich nicht! Jawohl! Oh, raus damit! Ja, ich hab's! Ich hab's! Lauf. Nein! Die Taube! Grobe Taube! Nein! Was ist denn der für eine Taube? Ja. Wir haben gewonnen. Ich glaube, Rot hatte einen. Darauf ein Eis, ja. Meine Freunde. Rot ist jetzt raus, krass. Lutscher. Aber die können ja im Pokémon nix. Danke, Phil, für den Resub. Für 03. Also ist Rot jetzt gelb? Ja, könnte sein. Aber eben hatten wir die Theorie, dass Blau-gelb ist. Rot-Schmot, sage ich immer. Oh, ich hasse das. Hier fliege ich sau häufig raus. Eigene Lobby mit 60 Mann gibt es, muss man aber extra beantragen, schreibt AKL. Okay. Haben wir nie gehört. Ja, und ich starte auch noch schön hinten. Und es kommen nur 14 Leute durch, oh mein Gott. Wohin wechselt Messi? Natürlich nach Schalke. Zu Schalke. Ja, kann das Wasser tragen vom Burgstaller. Oh mein Gott. Fuck, ich bin runtergefallen. Ich glaube, das wird hier nichts. Ja, bei mir auch nicht. Jo, gib mir doch direkt! Oh Gott, Banane! Oh mein Gott! So, ich lauf jetzt mal los. Ach, ich flieg hier immer raus, Chris. Ich leider auch. Nein, nein! Nein! Ich war fast durch! Ich bin wirklich raus. So, ja, ich bin auch raus. Ach. Das ist das Spiel, das mag ich am wenigsten. Ja, ich mag das auch nicht. Schade. Jetzt musst du auf Beenden drücken, ansonsten schaust du zu. Bin ich nur leider aus der Gruppe, glaube ich, rausgegangen, oder? Ja, ich bin schon fast Level 8. Welches Level bin ich eigentlich? Golfspiel mit Bale. Oh, da wäre ich auch dabei. Abschweifen ist schlimmer, schreibt Raijitsu. Also abschweifen, da habe ich meinen Win geholt im Finale. Mit Sepp zusammen. Da habe ich 2 Sekunden vor Schluss hat Sepp mir meinen Schweif geklaut und dann habe ich ihn zurück und dann habe ich gewonnen. Wie viele Wins habt ihr schon? Frage auch an den Chat. Ich habe keinen. Bitte was nochmal? Ich habe gerade was gelesen. Wie viele Wins man hat? Ach so. Auch an den Chat. Ach so. Ja, also ich habe einen. 31, jo. Super Brothers! Gott in Fall Guys. Mach weiter, so Jungs, feier euch so hart. Danke für 13 Monate. 13 Monate? Dankeschön. Das ist Wahnsinn. Hast du im Kopf, welcher... Ja, so Tinoblion oder so müsstest du jetzt bei 49 sein? Das wollte ich gerade fragen, wer die meisten hat. 49 Monate! Das ist ja fast länger, als es RB Leipzig gibt. Da waren nochmal ein paar. Ja, fast so lange, wie Schalke nicht mehr Meister geworden ist. Ey, hör mal auf damit! Ach, und jetzt knall ich durch eine Tür, die zu ist, weil so klar. Ach, Schalke. Ja, das ist... Also Patriots und Schalke, ich werde dieses Jahr viel leiden. Oder diese Saison. Ja, also das wird, glaube ich, echt bitter, ne? Zum Glück bin ich kein Ferrari-Fan. Ihr müsst ja auch wieder quasi Geld in die Kassen spielen. Ey, hört mal auf, hier rumzuschubsen! Also, ich mag Ferrari. Ich bin halt nicht kein Ferrari-Ultra. Ferrari ist halt Urgestein. Na. Deswegen ist halt aber auch mal ganz schön zu sehen... Oh, Leute! Alle rein! Woo! Bleibst du. Oh, das war nur mal keine. Hast du es? Ja, ja.
Ich wollte noch mal kurz festhalten, aber da war dann, weißt du, da waren wir so bei Mitte 20 und plötzlich so Mitte 30. Uiuiui. Liebe Mods, bei mir ganz kurz mal. Phoenix TV fragt, ist es okay, wenn er einen Link teilen kann als Squad-Ersatz? Ich glaube, das ist in Ordnung. Also wenn er was teilen möchte, dann mach das mal kurz frei, als bitte. Squad-Ersatz? Ich glaube, es gibt so einen Link, dass du dann dort beides zusammen gucken kannst. Ist das nicht so, Chat? Bin mich ganz sicher. Das finde ich sehr fishy. Ist das nicht gut? Dann weiß ich nicht. Aber wenn das nicht offiziell von Twitch ist, würde ich da nicht auf irgendwelche Links klicken, die irgendwelche Leute posten. Okay, dann nicht. Ich dachte, das wäre sinnvoll. Wenn es nicht sinnvoll ist, dann bitte nicht. Multi-Twitch meint er. Oh, was ist das denn? Rollfeld? Das kenne ich. Multi-Twitch ist okay. Ja, Rollfeld ist. Ich finde es ein bisschen langweilig irgendwie. Also. Sage ich wahrscheinlich jetzt und flieg gleich runter. Eieiei. Hier habe ich immer Flashbacks, weil Marcel Kiefer immer versucht hat, mich hier runterzuwerfen. Ey, nicht mich festhalten! Ja, ist voll asozial. Ich dachte, die Leute, die festhalten, werden dann von allen festgehalten. Ey, lass mich los! Mach mal nicht. Geh mal weg. Da ist Mike. Hallo Mike. Hallo, oh mein Gott, alle grabben mich. Ey! Boah, du kleiner! Hast du das gesehen? Nee. Das war Nahtoderfahrung. Das war echt Nahtoderfahrung gerade. Ey, was ist denn mit euch? Ist hier voll asozial. Nee, komm schon, ich muss hier hin. 12. Oh mein Gott, ey, ich hab das Gefühl, ich tackle hier mehr als ein Madden. Qualifiziert. Ja. Guck mal da, ich habe hier das erste Mal Stream geschafft. Wait, haben die nicht eben gezählt, dass irgendwie so und so viele Leute ausgeschieden sein mussten? Wieso sind da gerade nur vier Leute rausgefallen? Ich glaube, das sind die am Ende. Hallo Nick. Nee, keine Ahnung. Weiß nicht. Divine, Bronk. Nee, doch, Bronk hatte noch. Dieses Jahr gehört die AFC den Broncos, nicht den Pats, ja. Oh nee. Also den Pats nicht. Ich glaube beiden nicht, ehrlich gesagt. Also den Broncos. Ja, die Broncos haben viele junge, gute Spieler. Also. Den Pats auf keinen Fall. Oh scheiße, was müssen wir machen? Ach, den Schweif. Abschwanzen. Wie Peter sagen würde. Ich hab leider keinen Schwanz. Okay. Den muss ich mir einen klauen gehen. So ist das hier in der Hood. Am Anfang kannst du echt noch chillen. Du musst nur am Ende einen haben. Am Anfang ist echt fast egal. Ja, aber ich krieg den Typ mir nicht. Ich hab ihn. Ey, geh weg, Chris! Geh weg, das ist meiner! Aua! Ey, nimm nicht meinen Schwanz! Oh Gott. Ich nehm seinen. Hallo? Ey, komm, ich hab doch einen! Ja, ich auch! Geh mal weg mit deinen Leuten! Geh mal weg! Für Leute. Ja, hinter dir ist eine ganze Armee! Oh Gott. Lol. Komm hier hin, Chris! Aua. Komm hier hin! Ich hab keinen mehr, der hat mir den weggenommen! Aber wenn die Leute alle gleich schnell rennen, ist das belastend! Meiner. Dankeschön. Nein! Steck mich hier einfach. Boah. 20 Sekunden? 18, 17, 16. Komm in die Mitte, 17. Komm in die Mitte. Nein! Komm in die Mitte! Oh. 10 Sekunden. 7. 6. Nein! Nein! 3, 2, 1. Das gibt's nicht. Ich hab gerade noch einen verloren, die letzten 4 Sekunden! Hei, hei, hei. Ah, Chris, du musst jetzt machen. Bitte. Okay. Ungerade Zahl. Noch 11. Jetzt bin ich sehr gespannt, was kommt. Ich bin hier Glück. Bitte. Jetzt kommt der erste Win. Ja, hauptsache nicht dieser Parcours, wo man sich die Kro. Ah, ne, ist noch gar kein Finale, oder? Ne, ist noch gar kein Finale. Oh. Oh, da haben wir es letztens im React geguckt. Da ist ein Typ einfach gerade durchgelaufen. Ich habe euer React gesehen. Das fand ich auch ziemlich strange. Also der Sprung von dem einen da rüber war Cheat, aber. Ja, ja, ja.
Habe ich gesehen. Oh, sehr gut. Ja, am Anfang ist es nicht so schlimm. Das ist bestimmt. Ja, rechts. Nochmal rechts. Hey! Runterschubsen ist doch Arsch. Okay, geradeaus. Rechts. Nein! Lauf, Chris! Ja, rüberspringen. Schönes Ding. Alter, der hat so einfach drauf hier. Geradeaus oder rechts? Spring geradeaus. Oh. Ey, Chris, das ist so geradeaus springen. Nein, lass mich hier! Oh oh. Komm, wir schieben einfach einen da drauf. Da, ja, guck mal hier. Das ist geil. Komm, noch einer vorne. Rechts! Oh, komm, wir springen. Oh. Nicht runterfallen. Nee. Da schieb die mal darüber. Da! Ja. So, jetzt nach vorne. Jetzt nach vorne. Komm schon, du willst es doch auch. Mein Gott, das ist wie morgens eine U-Bahn hier ein bisschen. Das Problem ist, ich bin hinten, wenn der vorne rechts. Oh! Ja. Ja, oh Gott! Jetzt lauf! Ja. Spring! Qualifiziert. Jawohl. Oh, ist ja aufregend, ey. So, jetzt da wieder. Oh, nur 6 Leute? Was kommt denn da jetzt? Das schaffst du jetzt. Ich sag, Mobbingkreis, ja stimmt. Der Berg, oder mit der Krone, wahrscheinlich. Jetzt kommt oder Schweif. Mhm. Der Berg mit der oder Krone wäre krass, weil das wäre super wenig. Ah, oh. Okay. Spring. Oh, mit 6 Leuten. Warte mal, wie war das? 2 Dinger bleiben über und mitlaufen ist besser, oder? Am Anfang. Ist es so? Weiß ich nicht. Ist das so? Mach mal. F. Okay. Chattet. Oh, siehst du, hier geht schon los. Easy Go, Sport. Chris. Go, Chris. Okay, da geht das nächste weg. Der Anfang ist noch easy. Nein. Oh, oh. Will ich wirklich hier bleiben? Ja, will ich. Muss ich. Okay, wir sind alle auf der gleichen Seite. Keiner ist da drüben. Aber wenn die... Oh nein. Hey, Boys. Ganz chillig. Nein! Das war's. Oh nein, welcher Platz ist das? Vierter. Fünfter. Ah. Ich weiß es nicht. Ja, warten, wer gewinnt oder raus? Okay. Nee, ich bin raus. Okay. Schade. Ah, jetzt vorbei. Okay. Aber okay. Die Taube hat gewonnen. Ach, stumm. Ich weiß nicht warum, aber Tauben regen mich am meisten auf im Fall Guys. Wobei nicht nur im Fall Guys. Ich weiß nicht, die provozieren immer so. Das war okay. Okay. Tauben sind die Ratten der Lüfte. Das ist richtig, Chuck. 2598E, danke für den neuen Prime-Sub. Kloppation hat er auch noch resubbed und Honeylicker genauso. Dankeschön. Zu GPO9 ist noch nichts bekannt. Müssen wir mal gucken. Alter, mein Chat. Wie kann uns denn ein Spieler fehlen? Tauben, die Ratten der Lüfte. Leute, free the Taube. Tauben sind auch Lebewesen, schreibt Janni. Tauben sind Schmutz. Eine richtige Diskussion jetzt schon wieder hier am Start. Oh, stimmt. Ich wollte auch eine Nummer probieren, wenn wir dieses, Startspiel. Was ist denn jetzt los? 57, die Leute gehen raus. Sollen wir auch raus? Ah, ne. Ne, geht los. Ach, Torhunger schon wieder. Ich will das mit dem Wegschießen mal probieren bei diesen Drehdingern. Ja, das hab ich letztens schon mal probiert. Das fällt auch ganz gern mal. Also du wirst schon nach vorne gehauen, aber ganz oft fällt er dann links vorbei oder so. Aha. Auch schon wieder ganz hinten. Wo bist du denn? Ich bin dritte Reihe. Danke für die 100 Bits, Tool Shark. Oh, das wird nichts, oder? Oh. Hui!
Oh, das war knapp. Let's go! Okay, der hier geht einfach gar nicht runter. Der ja, geht direkt wieder hoch! Die ganz außen gehen ganz oft nicht runter wieder. Jetzt muss ich aufholen. Ey, nicht festhalten! Was ist denn? Was soll das? Oh Gott, so bin ich noch nie rübergekommen. Oh, geschafft. Nein. Ich glaube, ich bin letzter. Du schaffst das! Never. Ich bin jetzt erst auf dem Rutsch stehen. Ja, ausgeschieden. Da war ich, das war vor den Toren ein bisschen belastend. Ich habe halt immer die Tore gewechselt. Bist du raus? Ja. Okay, dann gehe ich auch raus, komm. Nein, erste, nein. Es gibt die Regel, erste Runde müssen alle weiterkommen, ansonsten geht man raus. Weil sonst schaust du 10 Minuten zu. Ja, hier ist auch kein Problem mit. Nein. Komm mit. Ja, stehen bleiben wäre tatsächlich besser gewesen, scheinbar. Ich bin zu spät rausgegangen. Ja, ich komme sofort. Ja. Wenn er sich mal entschieden hat, welches Spiel denn das nächste sein wird, bei dem ich nicht mitspiele. Memory wäre es gewesen. Ja, Memory ist auch immer... Ich glaube, da achtet man nur drauf, wo alle hingehen, um auch dahin zu gehen, um zu hoffen, dass man nicht runterfällt. Ja, so ein bisschen muss man aber auch sich die Sachen merken. Das ist ja am Anfang nicht so schwer. Ja. So. Wie lange wir streamen? So ein Stündchen noch? Das ist eigentlich ganz gut, dann kann ich fürs Wochenende ein bisschen Vollgeist üben. Ich schätze, da wird ziemlich viel gestreamt werden. Das war doch dieses Wochenende, ne? Ja, war dieses Wochenende. Freitag geht's los mit der LAN bis Sonntag, durchgehend. Geil. Gucken, was wir da so spielen. Ja, für mich geht's am Donnerstag Richtung Holland, weil die DTM in Assen stattfindet. Oh, cool. Ja, vor allem auch, also ich bin mal gespannt, die haben da wohl ein paar Zuschauer zugelassen. Das ist ja in der aktuellen Zeit ein bisschen tricky. Hey, in Holland, als wir da im Urlaub waren, waren die kurz vorm Lockdown. Ja, über 3000 Tickets wurden vertickt. Ey, ich bin da auch mal gespannt. Hä? Also ja, das war echt, wir haben uns noch gefragt, weißt du, so wenn wir später dahin gefahren wären, ob wir dann überhaupt ohne Test wieder zurück nach Hause gekommen wären. Super, wird ja geil dann für mich. Weiß ich nicht, vielleicht sagt die Regierung auch noch mal einen Tag vorher doch nicht, aber aktuell habe ich, also mein letzter Stand war über 3000 Tickets verkauft. So. Schaffen wir es oben rüber oder fahren? Bis dann, Cookie. Und danke nochmal. Ich versuch's oben rum. Ich lass dir mal vorlaufen. Das ist okay. Oh, okay, da bist du runter, ich hab dich gesehen, ja. Ich bin erster gerade. Oder zweiter. Und da kommt die Taube. Oh nein, hier ist irgendeiner, der läuft schneller. Sagen, hier ist doch. Echt jetzt? Oh Gott, ey! Nee, ich glaube, das war bei mir nur ein Lag. So, hier ist wieder Gamescom-Einlass. Ich bin vorne! Ich seh's! Aber also eigentlich ist mir das völlig. Oh, egal. Ich will einfach nur durchkommen. Nein! Nein! Ich bin so bitter runtergefallen! Ja, der eine Typ hier läuft schneller, das Pferd. Oh. Ich hab mich doch einfach überholt. Ah, wobei, ich bin noch ein bisschen raus gelaufen. Ich bin raus. Echt jetzt? Ja. Wo bist du denn? Ja, ich bin ganz hinten. Oh Mann, ich bin so bitter runtergefallen da vorhin. Ja. Okay, dann geh ich raus. Ach, belastend. Erste Runde kann man nicht rausfallen. Chris und Mike, hold my eyes. Easy. Alter, Glamparty, warum weiß ich davon nichts? Ja, stimmt, irgendwie sollten wir das mal ankündigen, wa? Ja, ganz gut. Lemas Drago, danke für den Resub. Ich bin ein einfacher Mensch, ich sehe Chris, ich subbe rein. Okay. Der nett. Der ist am Rand gelaufen, da ist weniger Schleim als in der Mitte. Ah, ist das so, okay. Das sind diese Fall Guys E-Sports-Tricks. Ja, ich hab in dem einen Video haben die ja gezeigt, wie in dem Kurs der Typ da die ganze Zeit abgekürzt hat. Das war ja völlig krank. Wobei, viele Sachen gehen aber auch nur, wenn du wirklich Erster bist. Naja. Weil sonst drängen die anderen dich einfach runter.
Hey, wieso finde ich zu wenig Spieler? Was ist denn da los? Wir haben 14 Uhr. Da! Da ist es! Ich werde es probieren. Am Ende müssen wir vorne links auskommen. Ja, ja, genau. Und dann nicht schubsen rechts lassen. Ich meine, ist ja gespiegelt. Oder? Oder ist das in der Mitte? Ich glaube, du musst schon links rum versuchen, meine ich, oder? Weil das geht ja in eine Richtung. Nicht. Das ist hier gar nicht. Ah, nee, stimmt. Das ist hier gar nicht. Das ist gar nicht das Level. Wir beruhigen uns alle wieder. Qualifiziert einer? Okay. 39. Ding, ding, ding! Let's go! Ja, okay, es ist doch schneller, sich treiben zu lassen. Gerade hat Klingeling gemacht. Oh, Bälle, Bälle! Lauf, 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 lauf! Ball! Das war knapp. Nice, dadurch habe ich alle überholt. Ich sehe nichts. Ich bin vorne. Ja, ich bin so 4, 5 Leute hinter dir. Nein, oh Gott, oh, das war knapp. Nein, ich bin auf den Ball gefallen. Ja, ich bin fast auch drauf. Oh nein. Ey, ich bin Zweiter. Ich bin Zweiter. Ich bin Zweiter. Wuhu. Danke, ja, Lena. Aber. Was? Oh, ich war Vorletzter. Da kam nochmal ein Ball, der ist auf mich drauf gefallen. Oder Letzter? Oh Gott. Oi, oi, oi. Madden ist wieder online. Ja, jetzt. Ja, gut. Aber ja, wir machen das irgendwann nochmal. Jetzt spielen wir es Vollgas. Das war läuft denn nicht. Oh ja, Monka. Monka ist. Oh oh. Ah ne, Eierrangel. Eierrangel. Das ist okay. Na, geht so. Aber eben haben wir gewonnen. Du warst 37. von 39, schreibt der Simple Jam. Ja, guck mal, weil er. Easy. Hätte noch 2 Plätze länger brauchen dürfen. Okay, wir sind blau, wir klauen uns. Ich spring einfach rein da! Rein. Ich glaube, ich halte irgendwie anders fest. Ich auch. So, wer hat es denn geschafft? Ich gehe nach Rot. Brauchen Goldenes wieder. Lauf! Da ist ein Goldenes. Ja, lauf! Ich glaube, alle Spieler sind hier. Lass mich doch mal durch! Ich hab ein Goldenes! Ich hab ein Goldenes! Ich hab's nicht mehr! Ah! Okay, die Springerei ist aber auch echt ohne Anlauf. Ohne Anlauf zu springen. Ich kann nicht mehr springen! Was? Alter. Wohin? Ja, da, das ist blau! Ich hab das Gefühl, ich muss mal ein Ei zu uns bringen. Da! Da ist ein Goldenes bei uns! Komm! Ja! Nein! Nein! Lol, in die andere ja, Richtung. Ja! Nein! Bring's rein, das Goldene ist vom Tor! Jawohl, es ist drin! Oh, wie wichtig! Das Goldene verteidigen! Ich hab das aber Goldene. Gelb die Eier rausschmeißen, geht ein bisschen besser. Nein! Ich beschütze das Goldene hier mit meinem Leben, ey. Ja, qualifiziert. Hui! Mike, welcher Topspieler wird Ibisevic zum glorreichen S04 folgen? Ich sage, wir reaktivieren Kevin Korani. Der gute Kevin. Ach, Hechten wirft die Eier, aber da liegt er auf der Schnauze. Ailton. Ja, alle zurück. Kurani, Ailton, Löwenkranz. Oh, was ist das denn jetzt Sirlasen. Hier?
Oh, meide die Wendung, bleib auf der Plattform. Ach, da musst du so springen, ne? Ja, doch, das kenne ich. Ja, genau. Marc, Grüße. Was geschieht? 0 von minus 1? Achso. Ja, es hängt irgendwie am Anfang mal ein bisschen. Boogie! So. Guck, du kannst mit den Pfeiltasten auch so Taunting machen, ne? Du kannst mit den Pfeiltasten so... Ja, das versuche ich zu vermeiden. Okay, Chris, wo bist du da? Chris, hallo. Bock, bock. Bock, 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 bock. Hallo. Da ist ein Hütchen. Ey, hier, Hütchen. Oh, oh, nicht toll. Ach, easy. Oh nein, man kann gar nicht nach rechts. Nein, komm rüber, Chris. Oh mein Gott, was war das? Alle Zeit der Welt. Ist das geil, wie alle rüberlaufen. Doch, da ist noch Platz. Es ist noch keiner ausgeschieden, wie krass. Nee. Oh oh. Du bist immer so instabil, wenn du springst, ey. Da hab ich immer Angst, dass ich irgendwo hängen bleibe oder einer mich da runter. Aufstehen! Ja, siehst du? Aufstehen! Ey, erst 3 ausgeschieden. Ja. Das ist aber wieder alles. Oh Gott. Oh Gott! Okay, jetzt geht's ab. Nein, jetzt ich alle schubsen, Leute. Jetzt können wir mich nach rechts schieben. Hey, mich schubst hier jemand. Schubsen verboten. Ich hab einen Joghurt im Rucksack. Hey, oh, Mike. Nein, ich auch, ich auch. Wir sind beide raus. Ey, das ist so scheiße. Das ist genau das, was ich meine. Du bist von irgendwem umgehauen und dann liegst du da. Okay, ich habe das noch nie so lange gemacht. Hat man, also die Plattform geht da nach vorne? Ah. Gut zu wissen. Ja gut, wir sind zusammen Hand in Hand runtergefallen. Ich hatte überhaupt nicht mitbekommen, dass man plötzlich nach vorne laufen muss. Deswegen war ich so weit hinten. Musste man? Ja klar, also ich bin dadurch gestorben, dass von hinten die Plattform mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Ja, das ist nicht bitter. Na egal. Die Map kenne ich gar nicht. Ja, war knapp. Aber hey. Das war gerade bestimmt eine Taube. Kronenmeister. Ich hatte mal 2 Kronen, aber die habe ich, glaube ich, nur als Trostpreis gekriegt, weil ich mal Zweiter geworden bin oder so. Die Plattform ist nicht kleiner geworden. Hä, aber von hinten ist doch der Boden weggegangen. Ich glaube auch nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube aber auch nicht. Wer hat denn von euch die meisten Kronen? Weißt du das? EJ oder Peter oder so? Ich glaube, Peter hat ein paar Mal gewonnen. Ich habe keine Ahnung. Leute, da sind 2 Leute einfach stehen geblieben. Oh Gott, Wippen ist auch immer so ein Spiel. Also wer hier Spaß hat... Ich bin runtergefallen. Ja eben, Wippen ist wirklich... Also Wippen macht keinen Spaß. Es gibt auch so lustige Fall Guys Memes bei Twitter oder so, wo du siehst so ein Fall Guy. Und wenn das Wort Wippen kommt, wie er die ganzen Flashbacks bekommt vom Krieg. Aha. Ich finde hier nur die... Oh nein, nein, aufstehen! Oh nein! Lauf hoch, hoch, hoch! Kleines Mädchen. Oh nein, ich bin hingefallen. Oh nein! Darf man hier nicht springen? Aber, guck mal, die eine ist komplett... Ach, ja, die kommt also ich springe die ganze Zeit. Soll man nicht springen? Weiß ich nicht, das wäre so die Frage. Lol, einer ist schon durch? Ja, ein Cheater, schreibt der Chat gerade. Oh nein. Mike? Hm? Das sieht irgendwie nicht gut aus. Doch, schaffst du. Also ich bin hier Vierter. Fünfter. Ja, ich bin Letzter. Ich seh dich, ich wink dir zu. Chris! Ja, wieso ist denn der schon wieder hingefallen? Dieses Hinfallen ist doch einfach behindert in diesem Spiel. So, wo bist du denn hier? Da bist du. 1776 bist du, ne? Warum geht das da jetzt so hoch? Ja. Ja, 1776. Schaffst du, schaffst du, schaffst du.
Jetzt muss ich einfach eigentlich durchkommen, so direkt durchkommen, dann könnte ich es vielleicht schnell. Nee, Maximus, weiß ich noch nicht. Da kommt gerade der Schwein. Leute, wir müssen auf die Seite hier, sonst wird er nicht. Oha, Chris Marcel Kiefer schaut uns zu. Der lacht sich eh in den Arsch ab, weil der hat auch wie Dado, glaube ich, auch schon 100 Mal gewonnen. Grüße, ja, mein Lieber. Ich spiele den ganzen Tag. Ich spiele, keine Ahnung. Es gibt auch kein Spiel der Welt, wo Marcel Kiefer nicht zwei hardet. Oh Mann, da bist du runtergeflogen. Ja, aber ich konnte auch nirgendwo anders hinspringen. Komm schon, alles noch drin. Alles noch drin. Alles noch drin. Okay, jetzt. Ja, du kommst einfach nicht da auf das lilane Ding. Ja, jetzt wird es auch langsam schwer, not gonna lie. Auch nicht. Noch 8. Doch, du schaffst es. Wenn du jetzt keinen Fehler machst, schaffst du es. Go, go, go. Kein Fehler! Oh. Danke, Maxi. Sehr schön, Chris. Easy. Die Leute checken nicht, wie Wippen funktioniert. Ja doch, ich glaube schon, dass sie das checken, aber du musst ja dann auch die Mehrheit vertrauen. Okay, das ist wirklich spooky. Itzmigo schreibt gerade, kein Witz, Mike hat gerade über DTM gesprochen, jetzt habe ich Insta-Werbung von der DTM in Assen. Das passiert mir auch so oft, dass mir, keine Ahnung, ein Telefonat über irgendein Thema und plötzlich ist das irgendwo bei Social Media. Das ist so furchteinflößend. Das war richtig anstrengend, ja, war es auch. Könnte mal, ist mein Ventilator ready? Ja. Oh, kalte Beine, sehr schön. SPHH 1991 hat noch Resub. Dankeschön. Das ist es. Nee, das ist es wieder nicht. Ach Mann. Schwindelnde, nee, das ist es von eben. Ja, das hat mir eben auch. So, irgendwer hat geschrieben, Starterspiel? Man soll hier nicht springen. Am Anfang, sondern nur sich treiben lassen. Lol, was geht denn mit dir? Alter, alles klar. Also die Runde gewinnen wir auf jeden Fall. Stimmt, laufen ist schneller als springen. Ey, wie lost muss man eigentlich sein, um in Fall Guys zu cheaten? Zu hacken? Was? Warum? For the lols? Ja. Oh, oh. Aufstehen lassen. Ah, okay. Oh, da vorne bist du schon. Oh, steh auf, kleiner Mann. Oh Gott. Puh. Ey, ich bin Zweiter. Ich bin der Schnellste nach dem Cheater. Nein. Okay, doch nicht. Doch. Fast noch Dritter geworden. Ich glaube, ich bin Siebter oder Achter. Sehr gut. Aber okay. Der Hacker kann direkt rausgehen, da könnt ihr eh nicht gewinnen. Ja, aber ich spiele halt Spiel nicht, um diese Krone da am Ende zu kriegen. So, das ist doch. For the lols spiele ich das Spiel. So, ich finde es irgendwie schade. Man kann diese Hacker ja auch nicht melden oder so, ne? Du bist da echt irgendwie noch aufgeschmissen. Ey, du kannst dich nicht mehr identifizieren, weil die Namen werden auch nicht angezeigt. Achso, doch, ganz wohl. Man müsste so eine inoffizielle Website starten, wo die Vollgeist-Namen von den Cheatern stehen. Ah, stimmt. Am besten wäre jetzt ein Teamspiel. Genau, weil dann könnte er rausfliegen. Hoffentlich ist er nicht in unserem Team. Oder wir fliegen raus, weil das irgendwie so ein Schweifspiel ist. Was ist das denn? Hechte durch die Reifen? Ja. Einfach durch die Reifen springen, ja. Und also reicht springen oder muss ich hechten? Manchmal muss auch hechten, je nachdem, wo der Reifen ist. Lol, nee, du musst hechten. Den hat der Rote geholt. Manchmal reicht auch springen. Wir sind keine Reifen. Alter, der eine fliegt hier rum. Der eine fliegt. Ja. Alter, ist das nervig. Alter, ist das nervig. Das Teamspiel ist. Alter, der fliegt hier rum. Ist doch so traurig. Das ist echt dumm. Es ist so traurig. Ich glaube, durchspringen reicht nicht. Du musst schon hechten. Stimmt. Gut zu wissen, deswegen habe ich mir so wenig Punkte gemacht, wahrscheinlich. Ja, der fliegt einfach hier durch die Dinger durch, ey, oh Mann. Das ist echt. Und das macht dir Spaß, ne? Dann. Ich habe noch keinen einzigen gemacht, doch jetzt meinen ersten. Einen hatte ich. Zwei. Was? Wieso habe ich den nicht bekommen? Ist nicht gehechtet? Doch! Ich bin vor dem Gelben gehechtet, bin vor ihm durch und er kriegt's. Meiner. Aber das schaffen wir nicht mehr.
Doch, 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 schaffen wir. Wir müssen uns halt ein bisschen aufteilen. Oh Mann, da kommt der eine angeflogen. Es ist so belastend. Gibt's irgendwie. Ist das komplett random, wo diese Ringe sind? Oder kommen die immer mal wieder an der gleichen Stelle? Ach Mann, ey, ich verliere so viele knappe Duelle. Weg da! Ach, jetzt kommt ihr wieder durchgeflogen. Ja, das ist. Die Ringe? Willst du mich verarschen? Das macht so Spaß. Ja, okay, Learning bei Hacker einfach rausgehen. Leider. Ja. Schade. Gibt feste Spawns, schreibt Parkour. Feste Spawns, okay. Das heißt, die kann man dann aber auch abcampen. Ja, gut, schade. Erhobenen Hauptes kann man da rausgehen. Das ist okay. Ah, ich bin Level 15 fast. Abcampen bringt nichts, aber wenn die immer an der gleichen Stelle spawnen, dann kannst du doch zumindest in einem bestimmten Bereich bleiben, wo immer so 3-4 spawnen, oder nicht? Auf der PS4 hast du keine Hacker, oder was? Ich glaube nicht, nee. Also dann da ist es viel sinnvoller, das auf der PlayStation zu spielen. Sean Plot, danke für den Resub. Weil, also ob das jetzt auf dem PC ist, nee, ich hab eben im Controller, das ist doch scheißegal. Ich hab's auch auf der PlayStation, ich dachte nur, es käme dir entgegen. PS4 ist auch gerade, ist ja stimmt, über PS Plus oder so, ne? Ja, dann organisiere ich mir das mal auf PS4. Aber Problem ist, am Wochenende können wir es nicht auf der PS4 spielen, weil wir nicht so viele Playstations da haben werden. Geiler Name, Sarah Pommes Love. Eigentlich, ich fühle mich auch gerne so bei Twitch, denn Mike Burger Liebe. Also. Oh Gott. Jawohl. Hinfallen kann aber auch random sein, ne? Hinfallen? Ich habe das Gefühl, manchmal so nach dem Sprung fällt er einfach hin und manchmal nicht. Oh, da knallt er gegen euch auch. Ey, das sieht so einer aus wie ich. Geh weg. Ey, nein, nein, nein. Steh auf, Chris. Ah, rechts, rechts. Nein. Wir beide liegen. Oh Gott, oh Gott, oh okay, Gott. Da ist nur einer offen. Oh Gott. Lass mich hier durch. Oh, oh. Das könnte knapp werden. Ich bin drin. Oh! Du auch? Ja. Oh, das war knapp. Wenn du eine PS4 Pro hast, ist es besser. Auf der normalen PS4 läuft es nur auf 30 Frames. Okay, das ist dann echt belastend. Mike Dortmund Liebe. Ach, Gamer Club. Aber wenn Cheater in dem Spiel schon so ein Thema sein sollten, das ist ja echt belastend. Ja, das ist schade. Wenn die jetzt Season 2 angekündigt haben und du hast halt, also es geht ja dann in dem Spiel für viele Leute wirklich nur darum, die Krone zu holen und die kriegt auf jeden Fall der cheatet. Ist ja richtig kacke. Fallen 30 Frames überhaupt auf? Klar, wenn du so also allein schon beim Kamera drehen. Ach, das Game wieder. Hindernisrennen. Hat wahrscheinlich keiner gedacht, dass Leute bei so Spielen hacken müssen. Doch, gibt's nicht jedem Spiel. Oh! Penta-Keks! Danke schön. Ey, wer hält mich da schon wieder fest? Das ist meiner Meinung nach der Beste von Creator. Der Beste? Was für ein Creator? Von Creator, von der Band. Ich höre gerne M16 oder Marines oder... What? Oh, ich bin der Erste hier. Ich muss gerade mal ein bisschen hier gucken, warte, ich kann gerade nicht nachdenken. Mach auf! Lagt das bei dir auch so ein bisschen? Phobia finde ich noch ziemlich fett. Alter, ich bin Erster, ich bin Erster, ich bin echt Erster. Ja, ich bin einfach. Und dann durchs Ziel. Zum ersten Mal Erster! Ah, ne, rechts war nicht so viel Schleim, ne? Ja, ganz rechts war super gerade bei mir. Oh, du bist der Letzte! Ich bin Letzter. Wir schließen einfach eine Klammer, Erster und jetzt. Ja.
Ich muss die Frage noch beantworten. Ja, habe ich schon. Achso. Phobia, M16 und Marines. Finde ich geil. Mike, wie bist du eigentlich auf die schiefe Bahn geraten, weil Schalke-Fan? Ach, Truska. Wenn der Papa Schalke-Fan ist und du bist ein kleiner Junge, der sich für Fußball begeistert, dann ja, kann das passieren. Ja, das ist von Anfang an verloren. Ja, ist nachvollziehbar. Weil bei Jay war das, glaube ich, auch so. Aber bei Jay ist halt wieder die typisch Jay'sche Nummer, glaube ich, gewesen. Der wollte dagegen sein und ist deswegen Doppelfeld. Die sowas. Typische Jay'sche. Könnte ich mir vorstellen. Ihr seid doch ein Schweif, okay. Ihr seid doch alle, also du, Jay und ich hab Sepp. Schweif. Seid doch ich bin so ein Idiot, ich habe versucht, den Schweif abzunehmen, dann sind meine abgenommen worden. Ich hab einen. Da krieg ich dich, mein Freund. Okay, krieg ich nicht. Aber dich krieg ich. Ente. Ich würde mich gerne hier irgendwo verstecken, aber das geht ja leider nicht. Doch, hier in der Mitte kann man ganz gut chillen. Wo der Hammer rumschwingt. Aber hier sind auch gerade 4 andere mit einem Schwanz. Guck mal, Chris, hi. Hallo. Grüß dich. Da kommt einer ohne. Oh mein Gott. Okay. Oh. Hat's mich erwischt. Nein, den habe ich nicht gesehen. Oh mein Gott, geh weg von mir. Bleib hier. Geh weg von mir, Chris. Nein. Nein. Das gibt's nicht. Okay, ich hab wieder einen. Alles gut. Okay, lass laufen. Lauf. Hä, auf welche Distanz war das? Ja, das ist dieser Netcode, das nervt so hart. Oh Gott. Oh Mann. Oh nein. Nein. 4, 3, 2, 1, ich bin raus. Ich auch. Damn. Nein, ey, wieder in die letzten Sekunden verliere ich meinen Schwanz. Ach, bist du auch raus? Ja. Oh, belastend. Ach, das ist nicht mein Spiel. Verstecken im Vollgas finde ich ziemlich geil, ehrlich gesagt. Da könnt ihr auch ein Spiel draus machen. Oh, guck mal, eine Taube. So geil, dieses Runterfliegen. Man sollte im nächsten Maps Update neue Maps reinbringen, sonst ist es auf Dauer langweilig. Ja, die haben wir für Season 2, haben die ja schon neue Sachen gezeigt. Aber dann sollten die ja auf jeden Fall was gegen Cheater machen. Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Wie in jedem Spiel. Cheater nerven einfach. Eine Versteck-Map wäre halt echt super. Also wenn du... Das könntest du sogar als Finale machen. So, der als letztes gefunden wird, gewinnt. Stimmt. Wobei, da musst du aber mit einem anfangen, der suchen muss. Ja, irgendwie sowas. Wie lange machst du heute? So bis... Boah, so kurz vor 3? Edori, danke für den Resub. Oh, die Wippen. Ja, gut, aber ja, habe ich ja festgestellt und gelernt, ist alles drin. Also man soll nicht springen. Ich springe jetzt mal nicht am Anfang. Mal gucken, was passiert. Ja, aber manchmal musst du springen, weil die Wippe sich doch... Ja, gut. ...bewegt. Ja, genau. So, jetzt zum Beispiel... Boah, gerade geschafft. Lauf, kleine Taube! Easy. Boah, nee, springen ist schon sinnvoll, oder? Also manchmal... Ja, klar. Also ich meine, wenn du nicht springen musst, würde ich nicht springen. Aber wenn du springen musst, musst du halt springen. Also wo läuft der denn lang? Ne, das... Poet. Irgendwann werde ich auch mal als so ein Gelehrter zitiert werden. Ja, Chris, ungefähr 2020. Also wenn circa, du nicht springen musst... genau, das ist ja nie ganz klar. Ja. Leute, wir müssen hier rüber. Nein, nein, das war dumm von mir. Och Mann, hört mal auf da! Wenn es ganz schief ist, hechten, aber hechten finde ich ja richtig belastend. Eigentlich wäre es ganz cool, wenn man sich so darauf einigen könnte, mal in der Mitte zu laufen. Oh Gott, wir müssen hier hoch. Da ist aber runtergeplumpst, ey. So. Okay, nein! Pirate, du willst es, du kriegst es. Boah, ist das hier ein knappes Ding. Nein! Oh,
Da bin ich echt runtergeflogen. Ach, war das gemein. Guck mal, ich bin sogar noch Siebter. Ja. Irgendwie vier Leute vor dem Zielschild. Einer macht hier Übung. Bist du durch? Ja, gleich. Welche Nummer warst du? Weiß gar nicht. Ich bin 1, 2, 1, 8, aber ich bin jetzt durch. Du springst aber echt oft, wenn die nächste Wippe tiefer ist. Ja, aus Angst, Schutzpatron. Das kenne ich aber, das mache ich auch oft. Vielen lieben Dank, Trickster20, für das Kompliment. Aber bei Hechten dachte ich, fällt man safe hin? Na, du stehst ja direkt wieder auf, ne? Also dann liegst du und stehst wieder. Wenn du manchmal aus Versehen umkippst, also hinfallen dauert länger, oder was? Ja, genau. Okay. Ja, was machen die denn da? Diese Taube hier schon wieder, ey. Die ist ja noch am Anfang. Ah, noch sind Plätze offen. Ja, irgendwie, die laufen nicht los. Was machen immer diese Tauben? Siehst du diese Taube da am Anfang? Die steht aber beim Start und dehnt sich. Oh, 36. Da wartet einer vom Ziel. Oh, schade. Ich dachte, der andere hechtet jetzt. AFK-Farmen. Okay. Kommst du automatisch ins nächste Spiel? Also wenn du ausscheidest und guckst durch und so, fängt es dann automatisch wieder an? Ich glaube schon. Ich glaube ja. Ja gut dann. AFK-Farm ist zumindest besser als Cheaten. Da hilfst du den Leuten ja sogar eher mit. Simple Jam, ich glaube, das machen wir anders mal mit Madden. Ja. Wir hatten echt beide echt Bock, war auch echt cool, aber es war halt blöd mit dem Server. Oh, machen wir mal anders. Das kenne ich nicht. Das ist cool. Also, doch, das kenne ich wohl. Du darfst auf keinen Fall runterfallen. Diese krassen Abkürzungen sind. Ja, du darfst auf keinen Fall runterfallen, sonst bist du direkt raus. Und die Lava steigt und ich bin ganz. Ach, du bist direkt raus. Okay. Ja, wenn du ganz runterfällst. Also diese rosa Masse steigt jetzt immer nach und nach und wer da reinfällt, ist raus. Das hab ich mal gesehen. Da kannst du jetzt nicht hier so drauf. Alter, kannst du. Alter. Okay, ich bin da zu dumm zu. Nehme ich nicht. Eigentlich kommt ja auch jeder weiter, der ins Ziel kommt. Weil so viele ausscheiden, normalerweise. Immer den safen Weg. Okay. Nein, 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 nein! Alter, jetzt! Was macht ihr denn da? So, jetzt go, go. Nice. Oh, knapp. Go, 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 go. Alter, wie der eine da schon wieder abkürzt. Papagei oder was das ist. Oh, hingefallen. Nice. Ich glaube, ich bin vorne mit dabei. Du mieses Stück Dreck. Gefährlich. Ja, der hat sich von dem Hammer da hochboosten lassen. Das habe ich mal gesehen, aber das schaffe ich jetzt. Oh Gott. Das sieht aber gut aus. Alter, du kleiner Penner da, was willst du denn? Ich muss nur mit den Lutschern aufpassen hier. Der hat angefangen. Geschafft. So. Stark. Oh. Wir haben in der Breaking News schon mal. Danke Tabi, danke Fabian aus der NFL. Die Jaguars entlassen Leonard Fournette. Das hat sich ja angedeutet. Der beste Running Back von denen. Interessant. Interessant. Da der Pirat ist schon wieder Leute am Aufhalten. Das hat er eben auch schon die ganze Zeit gemacht. Mit seiner Harke. Arr. Der miese Spacken. Welcher ist denn das hier? Da! 1364. Ich glaube, der guckt den Stream. Der hat gerade gewunken. Ah nee, der war einfach nur letzter. Hallo Chris. Nee, der sagt, nee, guckt er nicht. Zwei Leute sind nur ausgeschieden. Krass. Naja, ich glaube, das sind die am Ende noch drin waren und zu langsam waren, oder? Die runtergefallen sind, haben halt gelieft, wahrscheinlich. Der Rest ist schon gelieft, okay. Aha.
Sprungclub. Ah, hier ist es nur mit einem Wischer. Ja, genau. Und es fallen keine Sachen runter, glaube ich. Echt oder? Nicht? Glaube. Also fallen keine... Ich glaube, es fällt kein Boden. Runter. Ich glaube nicht. Du hast nur eine Taube genommen, um mich zu triggern, oder? Mhm. Oh, jetzt wird's schneller. Jetzt kann ich nicht mehr mitrennen. Oh. Ja, das dauert doch ewig, oder? Es wird immer schneller jetzt. Alter, der Pirat hat mich angepackt. Geh ja, weg. Ja, der hält... Oh, nein. Oh ja, der jagt nur mich. Ich glaube echt, der schaut uns zu. Geh weg. Bist du raus? Fuck. Ja, ich bin raus. Oh nein. Raus. Da bist du. Du machst das. Yes. Aber weg vom Piraten, ey. Sind da drin? Ja. Jawohl! Sehr gut. So viel zu, es dauert ja ewig. Take my energy, ich mag's. Boah, Sinte, weiß ich gar nicht, wovon Ned jetzt unterkommen könnte. Muss mal überlegen. Angelique hat neu mit dem Prime gesubbt. Dankeschön. Marcel hatte auch resubbt. Und Diro hatte resubbt. Das habe ich völlig übersehen. Dromundi Diaz hatte auch resubbt. Dankeschön. Vielleicht die Rams? Sente? Was für die Rams? Hier, du schiebst jetzt erstmal Bellekin darüber. Ah, Rock'n'Roll hier. Da hat Dalu auch irgendeine Ideallinie gefunden. Man muss erst nach links schieben. Nach links. Ja, erst nach links und dann rechts. So, Leute, komm. Team Blau. Let's go. Ja, rot verkackt. Nein, nicht nach rechts, ihr Deppen. Nach links. Ist okay. Einfach. Ja. So, jetzt müssen wir nach links und jetzt nach rechts. 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 Nein, was macht ihr links. Deppen? Jawohl. Ganz ruhig. Ja, super. Rechts vorbei, ihr seid sowas von vor Rot. Rot ist erst bei 30%. Der eine wird schon hier nerven. Ah, da sind auch zwei Leute vorgerannt. Ah, guck mal. Hier, ich mach das Ding alleine, ey. Guck sie mal an. Ja, ja. Ah, ihr seid durch. Jawohl, Team Blau. For the win. Easy, Erster. So, wir nerven jetzt Rot oder Gelb? Hast du gar nicht. Achso, okay. Ja, Rot scheidet aus, scheinbar. Ja. Nice. Mike, du machst das jetzt. Oh je, 10 qualifiziert. Ist das Finale oder gibt's noch einen? Landing Spots sind Buccaneers, Patriots oder Dolphins? Ja, Patriots. Wir haben ja ein paar Running Backs, ne? So ist nicht, mit Michelle und White und so. Das ist jetzt nicht die Position, wo wir den größten Bedarf hätten. Oh Mann, hier kam ich nie weit. Hier kacke ich immer ab. Das ist das Finale. Ja. Rot ist wirklich das neue Gelb. nicht Orange ist the New Black, Rot ist das neue Gelb. Ja, aber du bist in der ersten Reihe, konzentrier dich. Let's go! Jetzt spring. Nee. Muss man da springen? Ich glaub schon. Oh, wieso fällt er hin? Wieso bist du hingefallen? Weiß ich nicht. Alter, wenn du siehst, dass du nicht mehr gewinnen kannst und diese Entscheidung treffen solltest, halt die Piraten fest. Nein! Ah, nee, brauchst du gar nicht. Nein! Aktuell bist du Fünfter. Oh, er verkackt's. Nein, er hat's verkackt! Ja! Hab ich sie? Hab ich sie? Jawohl! Für den Chat! Kuss geht raus! Wie die ersten vier so. Verkackt haben und warten mussten. Do your job! Freunde, die Patriots sind da. Das war so Glück, oder? Da sind gefühlt 8 Leute gegen gesprungen und keiner hat's bekommen. Ja, der erste ist auf jeden Das war so random. Also, der musste zu lange warten, die anderen sind dran vorbeigesprungen. Zweiter Win. Hast du es mit Hechten gemacht oder ein normaler Sprung?
Ich glaube, ich bin gesprungen und habe gegrabbt. Ich glaube, es war nicht mit Hechten. Okay. Oder, Chat? Ich glaube nicht. Oder wenn, er war es instinktiv. Oh mein Gott. Das jetzt war nice. Jetzt bin ich hyped. GZ, das war schön. Danke, danke, ohne danke. Ohne Hechten, okay. Pete's Meat bringt dir Glück. Ja, auf jeden Fall, Lena. Ohne Hechten. Ja, ich glaube, es war ohne. Hecht kann man nicht Hecht festhalten. Man ja, nicht festhalten. Ja, macht Sinn. Geil. Immerhin das. Puh. Das ist auch echt bitter, wenn du oben als Erster ankommst, aber die Krone halt nicht ready ist und dann da warten musst. Das ist echt belastend. Muss man eigentlich nur einmal drücken und dann loslassen. Ich bin gesprungen, deutscher T, und habe einfach R2 festgehalten. Und dann hat es gereicht. Einfach hoffen. Starke Leistung, ja. Danke, danke, danke. Das danke, war stark gemacht. So, jetzt du noch. Der Pirate hat nicht gewonnen, das war auch richtig. Also sollten wir jetzt beide mal ins Finale kommen, dann spiele ich mal für Chris. Das streamt jetzt, bis er einen Win hat. Nee, nee, nee. 4 Tage später. Ich muss auch noch zum Kindergeburtstag. Ehrlich? Mhm. Wie alt wird Jay? Ich glaube 11. Ah, Kindergeburtstag, geil. Ja, da freue ich mich aber immer drauf, weil da gibt es immer Kuchen, Torte, Süßigkeiten ja. und Pizza als Abendessen. Auf jeden Fall. So, weißt du, das und dann hast du Bauchweh, aber es hat sich gelohnt. Ja, also, das finde ich halt viel geiler, weißt du? Oh nein. Ja. Wie waren deine Kindergeburtstage früher immer auch, so? Ich gehe auch einfach zu irgendeinem Kindergeburtstag, Leute. Ja, random. Oh, das ist ein Kindergeburtstag. Ich habe einfach mal in der Zeitung nachgeguckt, wer heute Geburtstag hat, da klingel ich da mal. Ja. Tim wird 9, grüß dich mal lieber. Happy Birthday, wo ist der Kuchen? Alter! Da gehe ich da mal vorbei, um Kuchen abzusnacken. Danke, Hulkbuster, vielen Dank. Oh nein, wieso bin ich so dumm mal, jedes Mal? Ich bin voll nach vorne, was soll das? Ich bin ja echt immer nicht... Oh nein. Nein, ich verkleide mich nicht als Klot. Ich bin raus. Ich bin halt wirklich raus. Ey, eben gewonnen, jetzt erste Runde raus. Ihr kennt mich. Ja, okay. Das ist aber okay. Wenn man gewonnen hat, kann man sich danach auch ein bisschen zurücklehnen. Kannst du drin bleiben? Nee, ich bin schon raus. Ich bin schon im Menü. Ich hab schon bereit gemacht. Nee, den richtigen Hasen nehme ich. Die haben tatsächlich Kaninchen, glaube ich. Also irgendwann, ich bin der von Pete's Meat, sie kennen mich. Ich weiß noch, ich war irgendwann, als Jugendlicher, hatte irgendeine Klassenkameradin Geburtstag und da war ein Zauberer und der war so schlecht. Das war so lustig, weil er so schlecht war. Alter, ich könnte denen meinen Trick zeigen. Du kannst mir einen Trick zeigen? Ja. Okay, warte. Warte. Nichts in der Hand. Warte. Ja, ich seh's. Der funktioniert nicht immer. Der ist schwer. Also, oha! Schon lange nicht mehr Zauberer gemacht. Chris, ich schau zu. So. Okay. Oh, was? Alter, das war echt gut! Ja. Willst du mich verarschen? Easy. Bitte, wo ist das jetzt hin? Runtergefallen oder was? Alter! Ey, ohne Spaß, Chris der Zauberer. Du kannst auf die Kindergeburtstage dich einfach nur buchen lassen als Zauberer und dann die ganze Torte snacken. Ja. Torte verschwindet. Das ist ja. Bitte. Ja. Wie möchten Sie bezahlt werden? Och, eine Torte reicht. Das ist so geil. Kinder, jetzt zeige ich euch, wie man eine Torte verschwinden lässt. Alter, war echt nicht schlecht. Ja. Ah, schaffen wir noch. Guck mal hier, easy. Alter, der eine ist gerade an der Kugel vorbeigehechtet in seiner Lane. Mega krass. Nice. Das ist awesome. Hey. Tschüss, Chris. Ich muss die zweite Runde fahren. Da ist einer ganz weiß. Das sieht aus wie so ein Tic-Tac. Oh, TikTok ist weg. Tschüss. Hey, aufstehen lassen. Fünfter. Ah, ich bin, keine Ahnung, Zwölfter. Leute verschwinden, das kann ich auch nur nicht in einem Stück, ja.
So, Fabian, muss besser sein. Wie viel bekommst du als Gage? Och, das ist nicht so viel. 2 Torten und eine Pizza. Käsekuchen und Dickmann-Torte. Da muss ich auch nochmal das Rezept von raussuchen. Die wird halt mit so Stracciatella gemacht, da kommen Mandarinen rein, Kirschen und so Dickmänner von außen. Und der Schaum von den Dickmännern, der kommt auch mit in die Torte. Das ist absolute Bombe. Und das Beste ist, die kannst du auch nicht so eine Woche halten, weil die matschig wird. Das heißt, du musst die schnell aufessen, diese Kalorienbombe, aber die ist so geil. Pizmeat kocht, ja, aber ich weiß, dass zum Beispiel Jay und Bram absolut keine Kuchenfans sind. Und Peter wahrscheinlich auch nicht. Ja, ich bin ja ehrlich, ich war als Kind gegen Eier allergisch. Das war gar nicht mal so eine schöne Zeit. Ich konnte keinen Kuchen, keine Torte, nichts essen. Und das wächst dann raus? Oder? Ja, du kannst so Therapien machen sozusagen. Oder, also je nachdem, es gibt verschiedene Wege. Und dann ist es tatsächlich so mit der Pubertät, wo sich Hormone und so immer verändern, weggegangen. Also jetzt voll easy, aber ich damals so... Ich hatte starke Allergie gegen Hausstaub, Milben und Gras, bestimmte Gräser. Boah, ja, ich bin leider auch so Allergiekind. Also bis heute kann ich keine Nüsse essen, also Erdnuss und Walnuss und sowas geht gar nicht. Okay, nee, das habe ich zum Glück gar nicht. Ja, kannst also echt froh sein. Kann ich alles. Weißt du, wie schlimm das war auf irgendeiner Hausparty früher, keine Ahnung, mit 13, 14, 15... Kannst du keine Nüsse essen? Nee, alle mit Knickknacks am Start gewesen. Ach so, ja, wow. Und allein der Geruch war ja schon schlimm. Hatte ich schon irgendwie einen dicken Hals. Nur halt nicht, weil ich sauer war. Ja. War mal schön, die Mädels anzulabern. Mit, hallo, ich bin der Mike. Ich habe einen sehr dicken Hals und große Augen. Ja gut, also das ist halt, so, wenn der erste Satz ist, yo, hi, ich kenne dich nicht, ich bin allergisch gegen Nüsse. Nee, das brauche ich gar nicht sagen, das hat jeder gesehen. Achso, ja gut, das war belastend. Ey Leute, jetzt lasst doch mal hier runterkommen. Ja, schönen guten Tag, ich bin der Mike. Ich kann keine Nüsse essen. Und was kannst du so? Guter erster Satz. Bei meiner Mom kam das erst mit 25. Oh, krass. Krass. Nee, sowas, also das mit den Pollen und so weiter, also nee, nicht Pollen, Hausstaubmilben und so ein Kram, das ist auch alles weg. Es war immer lustig, wenn du dann zum Allergietest gegangen bist und dann bist du so leicht angeritzt worden und hast dann so ein Tröpfchen auf den Arm gekriegt und irgendwann hast du halt so Noppenarme gehabt. Alles hat gejuckt. Ey, das war bei mir mega schlimm. Dieser Test als Kind bei Erdnuss, da hatte ich einen Mount Everest auf meinem Arm, ey. Wirklich, da hat der Arzt gesagt, isst niemals eine Erdnuss. Und das habe ich nie, ich habe mein ganzes Leben noch keine einzige Erdnuss gegessen. Auch vorher nicht, als du noch nicht Der Test war voll früh mit 3, 4 oder so. Ich habe noch nie eine Erdnuss gegessen. Nie eine Erdnuss? Nein, ich habe keine Ahnung, wie das schmeckt. Ich kenne nur den Geruch. Und den, der aber woran liegt das? Dann ist er in der Erdnuss, ist ja irgendwo. Oh Gott, dankeschön. Pentakeks für die 2 Euro. M16 Marines sind aber von Sodom, oder? Oh, du hast vollkommen recht. Ich habe an Sodom gedacht. Du hast nach Creator gefragt. Um Phobia. Ich bin durch gewesen, es tut mir leid. Du hättest jetzt einfach nur mal im Chat schreiben können, statt wieder 2 Euro zu spenden. Oh, meine Freundin schreibt gerade in den Twitch-Chat. Mike, hallo. Schau doch mal auf dein Handy. Schatz, geht nicht. Ich hole dir gerade Winston Fall Guys mit Chris. Macht voll Spaß. Aber was weiß man denn, was das in der Nuss ist, was dich allergisch macht? Ich weiß es nicht. Also bestimmt irgendwas, aber... Vielleicht gibt es ja so Allergikernüsse oder so, dass du zumindest so ähnlichen Geschmack immer hast. Soll ich mal eine lustige Story erzählen? Ich habe wirklich noch nie eine Erdnuss gegessen, aber meine erste Freundin, wir hatten uns mal gestritten und waren auf so einem Abschlussball und dort gab es so Knickknacks zu essen. Und dann wollten wir uns hier vertragen und sie hat Knickknacks gegessen, weil sie dachte, ach, der Mike, der Blödmann, den sehe ich heute eh nicht mehr. Und haben uns geküsst und dachte ich so, Schatz, so irgendwie... Also, schmeckt anders als sonst. Oh, ich kann mich Vorsicht essen! Oh mein Gott, war das knapp! Und dann haben wir uns geküsst und danach hatte ich eine allergische Reaktion vom Kuss, weil sie davor Erdnüsse gegessen hat. Und dann hatte ich Atemnot und was weiß ich was. Es war im tiefen Winter, bin ich ohne... Also habe ich mein Oberteil ausgezogen, auf den Balkon gegangen, um Luft zu bekommen. Das war wirklich nicht so geil. Das war der einzige Erdnussgeschmack, wenn du so willst. Oh Gott, Chris. Taube fliegt! Ausgeschieden. Oh nein. Ja, der Todeskuss. Ja, es war ein bisschen wie bei Pokémon. Ich guck dir mal zu, Rosanna. Kann ja ein bisschen besser reden. Ja, das war belastend tatsächlich. Oh Gott, nein!
Ey, ihr Blödmänner hier. Wir haben uns geküsst und dann, ich kann mich nicht bewegen. Ja, so war's. Aber das Ding ist, wenn du es noch nie gegessen hast, dann vermisst du es auch nicht, weißt du? Weil ich habe ja keinen Plan, wie es schmeckt. Ja, ich würde auch sagen, Erdnüsse ist jetzt nichts irgendwie so elementar Geiles, was man auf jeden Fall mal gegessen haben muss. Also, da gibt es echt andere Sachen. Das schreibt mir noch ein Kumpel. Mike, nicht wegen Froni, aber guck trotzdem auch mal auf dein Handy. Was schreibt ihr denn alle? Ich bin gerade am E-Sporteln. Vielleicht hast du Lotto gewonnen und... Ich lese es gerade. Ich habe um 15 Uhr ein Meeting, was ich bestimmt vergessen hätte zur DTM. Ja, das weiß ich. Ah. Bis 15 Uhr spielen wir das. Passt schon. Flips sind wirklich so, man. Ja, Flips finde ich mega geil. Finde ich besser als Erdnüsse. Aber die kannst du ja dann auch nicht essen, weil die sind aus Erdnüsse. Thomas schreibt gerade bei mir Küsschen aufs Nüsschen. Ach, ihr seid doch gemein, ey. Mike, hör auf. Es gibt schon sehr extreme Sachen. Ja, aber sei froh, dass du keine Allergie hast. 18 bist du, ne? Ja, bin ich auch. Also ich sehe das bei vielen anderen Leuten immer wieder. Kumpel von mir, der hat der ist gegen Schärfe wirklich empfindlich. Also der sagte, der war mal irgendwie wo essen, wo der nicht wusste, dass das richtig scharf ist. Und das war nur so medium scharf eigentlich. Und das ist für den aber so krass, dann fängt er an auf der Zunge, dann fängt er an zu bluten. Zu bluten? Das heißt, dann saß der im Restaurant und hat dann irgendwie da aus dem Mund geblutet. Oh, Kacke. Ja, so scharfe Sachen kann er also nicht. Also mir schmeckt eigentlich voll gut indisches Essen, aber da so viel Nuss und so immer drin ist, kann ich das nie essen. Chicken Masala. Mike, schieß mal Tor. Ja, was soll ich denn machen? Ja, Tor schießen. Da, der Ball links. Da, ihr seid 2-1. Da, Steilvorlage, der ist drin. Nein, ja, doch, 1-0. Ah, rein damit. Leute. Wie sieht das da aus, hinten? Ja, euer Torwart sieht gut aus. Der macht das. Nein, jetzt du gelb. Ja, jetzt. Nee. Bleib mal vorne. Ah, der Ball. Okay, du. Euer Torwart ist voll gut. Boah. Mal gucken. Ja. Torwart, geil. Du machst nochmal. Nein. Voll geil, 15,35. Oh, jetzt ist er. Halb offene Dose, 5 Euro. Danke. Hi, ich bin Mike und gegen normale Nüsse allergisch. Sollen wir testen, ob du gegen meine Nüsse allergisch bist? Okay. Also, der Spruch, den merke ich mir. Ey, Mann, ich bin gefühlt vorne alleine gegen 5 Blaue. Kannst du Michi gleich bringen. Ja. Hallo zusammen. Übrigens, fürs nächste Wochenende. Ich verteidige gerade. Ja, ich sehe es. Oh, Leute, der ist drin. Jetzt müsst ihr noch ein Tor machen. Nein. Das ist ein Football. Das ist mein Metier. Gib mir den Ball. Touchdown, Patriots. Das ist ein Football. Er gibt 3 Tore oder so, ne? Oder 5? Ja. 3. Wohin? Oh oh. Ja, du musst immer der Zweite sein, der dagegen haut. Ja, ich bin immer alleine hier gegen 3 Blaue vorne. Ach, die doofe Hotdog da springt die ganze Zeit vorbei. Hingegen arbeiten allergisch. Eieiei. Das ist auch schlimm. Tut mir leid. Nein. Oh nein. Nein. Ach mein Gott, das war gelb, gerade. Schade. Ja, wie sieht's denn wirklich aus? Sollen wir noch eine machen? Oder? Ah ja, geht doch. Mike und Schalke als Vorbild. Nicht so frech hier. Musste die Schminksession zu Ende schauen. Der Chat wollte echt, dass sein Kind während des Streams kommt. Zu was? Ich glaube, das kann der Chat nicht beeinflussen. Ist Sepp eigentlich am Wochenende dabei oder wartet er lieber zu Hause? Bin gar nicht rausgegangen. Theoretisch ist er noch dabei. Ich weiß noch nicht, wie das da so aussieht. Müsst ihr den mal fragen. Ob der sich das nochmal ändert. Also ob der dann eher allergisch. Uff. Ja, hey, bestimmt noch am Handy getippt. Mike ist wie Schalke, keine Schalennüsse. Oh Mann. Ready up. Ja, bin da. Let's go. Freitag fangt ihr auch um 12 an, oder? Nee, um 18 Uhr, soweit ich das weiß, fangen wir Freitag an. Wir werden aber früh anreisen müssen, bin ich zumindest immer noch der Meinung, weil wir da wahrscheinlich einiges einrichten müssen. Aber zu Zeiten habe ich offiziell noch nichts gelesen. Aber hier sind noch 3 Millionen Nachrichten, die muss ich mir gleich nochmal alle geben.
Graslaura, Dankeschön für 5 Euro. Schöne Grüße aus Regen. Okay. Regensburg, wahrscheinlich. Weil da sind noch irgendwie so Emotes hinter. Regensburg, denke ich mal. Schöne Stadt. Regensburg? Weiß noch nicht. Wo es gar nicht so weit weg ist. Natürlich knall ich erstmal in die Tür, die zu ist. Okay, no. Die Linken sind alle zu. Weg da, Pöbel! Pöbel. Jetzt nach links. Penderkeks, nochmal 3 Euro. Wo wir gerade beim Thema Erdnüsse sind. Nein, rechts, rechts, rechts! Die Hände mit Erdnusssoße ist unfassbar lecker. Dankeschön. Ist auch geil. Das glaube ich euch. Ich mag, also so Erdnusssoße stehe ich tatsächlich überhaupt nicht drauf. Bin auch nicht so der Indisch-Fan, muss ich sagen. Ich mag halt Curry schon. Also zum Beispiel bei mir in also wenn ich so Lasagne mache, so Zucchini-Lasagne, da kommt auch ordentlich Curry rein. Aber sonst bin ich da nicht so der Freund von. Ach, Kippen-Eye Joe schreibt gerade Mike, der deutsche Leclerc. Weil die Freundin, hast du das mitbekommen bei Charles Leclerc damals? Der hat gestreamt auf Twitch und die Freundin, ja, hat über den Chat sich bemerkbar gemacht. Weil sie vor der Tür stand und nicht reinkam. Erdnussöl, Erdnusssoße. Ich mag Erdnussbutter, finde ich auch ganz komisch. Kannst du denn Mandeln essen? Nee, auch nicht. Ach krass. Keine Mandeln, keine Pistazien, keine Walnüsse, keine Erdnüsse. Früher kein Ei. Früher auch war ganz viel Obst schlimm. Sowas wie Banane, Apfel ging auch nicht. Ich konnte eigentlich nur Fleisch. Ja, ich war komplett das Allergikerkind. Also Fleisch habe ich gegessen, Käse, alles mit Milch. Also so Erdnussbutter oder so, das ist mir zu krass. Das schmeckt, das geht, kann ich mir nicht geben. Cashewkerne also vielleicht auch nicht. Ich würde gerne, was ich mal ausprobieren wollte, ist, wenn ich irgendwann mal noch Erdnussbutter kaufen muss, also weil ich will die nicht extra dafür kaufen. Ja. Ist mal so ein Marmeladen-Erdnussbutter-Sandwich. Aber das stelle ich mir irgendwie eher grausam vor. Musst halt probieren, um zu wissen, wie es ist, ne? Ja, genau. Ja. Also zeitlos, 5 Euro, hab meine erste Eigentumswohnung gekauft. Oh ja. Oh, was? Okay, krass. Das muss ein mega geiles Gefühl sein. Oh oh. So, apropos geiles Gefühl. Wippen macht so Spaß. Irgendwie habe ich da diese Parcours, finde ich da irgendwie aufregender. Ja, das ist irgendwie... Boah, Erdnussbutter mit Nutella, jetzt übertreibt ihr. Nein, nein, ich bin an die Kante geknallt. Ja, wir müssen hier hin, Leute, damit er da hochgeht. Nice. Da ist schon wieder einer durch. Das kannst du mir... Ja, wobei, die anderen sind auch schon recht weit vorne. Kann alles nur hinkommen. Haha, ich war gerade richtig asozial. Ich weiß, Scream, dankeschön. Haben wir eben schon drüber gesprochen, von nett. Ha! Mein Chat schreibt, du Assi. Ich habe mir kurz vorgestellt, es wäre Lena. Wo ist das Ziel? Oder nicht? Reese, wie die Süßigkeit. Ja, die kenne ich auch. Die gehen aber noch. Die finde ich nicht so krass wie Erdnussbutter. Also es gibt halt, Erdnussbutter ist halt wirklich der Shit. Ich würde gerne mal, also das habe ich schon mal, also so Fall Guys ist natürlich jetzt, aber Takeshis Castle war es halt vorher, der gab es Fall Guys noch nicht. Habe ich gerne mal gemacht, würde ich gerne so einen YouTuber Takeshis Castle machen. Ja, ist ja geil. Aber das Problem ist, das versichert dir halt keine Sau. Wahrscheinlich Bugs nicht. Bugs Bunny hatte übrigens gegiftet, dankeschön. Voll vergessen. Bugs Bunny, Grüße, wie geht's? Ja. Was macht der Roadrunner? Da sehe ich euch versagen. Ey, das kann aber halt Glück oder Pech sein. Das Problem ist, wie gesagt, das versichert dir keiner. Wenn sich da einer bei wehtut, bist du halt am Sack. Aber sowas würde ich gerne mal machen. Da hätte ich voll Bock drauf. Dann auch am besten 3 Runden oder so. Mega gut. So, Chat, ihr habt immer gesagt, am Rand langlaufen. Ne? Nicht Let's da go. Unten draufspringen, richtig, sondern jetzt fallen einfach. Boah! Und jetzt rechts am Rand, hat der Chat immer gesagt. Jetzt laufen alle rechts am Rand, ey. Ja, weil ich glaube, that's the way to go.
Da, Vorsicht! Oh Gott, das war knapp. Ach, was. Oh. Das war knapp. Das war knapp. Bist du nicht berührt worden? Schaffen wir. Boah, ja. Nein, Chris! Die Orange hat mich getroffen. Ich hab versucht, noch einen festzuhalten für dich. Haben wir. Nee, das war okay. Sehr gut. Immer schön am Rand. Ja, ich höre ja auch immer auf euch. Ja, okay. Die unterschreiben einfach, dass sie den Veranstalter nicht haftbar machen gut ist. Ja? Dann brauchst du noch jemanden, der dir so ein Parcours baut, ne? Mit so diesen Schaumstoffdingern, die sich so drehen. Ich hätte unglaublich gerne diesen See mit den Wackelsteinen drauf. Boah, das tut so weh, glaube ich. Das war für mich das Schlimmste, wenn die da drüber gerannt sind. Nur hartes Gummi oder Styropor oder sowas. Aber das fand ich immer geil, wie die da mit vollem Karacho drüber gelaufen sind. So, let's go. Ja, ich mach mal hier. Okay. Okay, da war nix. Links. Ja. Oh, hä? Da ist Ende? Es gibt Wege, die... Achso, weil das von links kommt. Boys! Nein! Durch. Ah, es wird eng jetzt für mich. Jetzt ist kritisch. Was? Nein! Ich dachte, da geht's weiter. Oh, ich glaube, das schaffe ich nicht. Hast du geschafft? Ausgeschieden. Nein. Du hast es geschafft? Ja, gerade so. Ja, nice. Ja, immerhin. Ist ja jetzt die letzte Runde. Frage an Chris. Ist Wreckfest GPO eigentlich geplant oder war es nur eine Schnapsidee von Bram? Bitte was? Das war eine Schnapsidee. Ich wüsste nicht, wie das ablaufen soll. Boah, das war krank. Ja, so, also direkt Nein sagen ist halt auch falsch. Also, warum nicht? Kann man sich durchaus vorstellen. Jetzt Finale, ne? Ich glaube ja. Oh, Sprungkurve, da bin ich nie so gut. Okay. Ninja Warriors ist im Prinzip genauso. Ne, Ninja Warriors finde ich ist viel zu krass darauf bezogen, dass du dich irgendwo hochziehen musst und so irgendwo lang. Ja, schon was anderes. Takeshis Castle war ja wirklich einfach. Klar hat es dir da Vorteile gebracht, wenn du Kraft hast, wenn du dich irgendwie an Sachen festhalten kannst, die sich so drehen und dann über so einen See gehen und so. Aber bei vielen Sachen war das einfach Lack. So, wenn du durch die Türen gerannt bist, wie von einer Tarantel gestochen. Also darauf kommt es ja an. Da ist Ninja Warrior was völlig anderes. Oh nein. Ey, die. Ja, ich wollte gerade sagen, die Kachel geht auch weg. Ja. Nein. Das ist jetzt echt Pech wieder. Ja, du kannst nicht viel... Ja, das könntest du auch versuchen, aber die... Nein, okay, jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt... Ach, wenn meine jetzt fällt, bin ich raus. Quatsch. Deine fällt aber nicht. Jawohl. Deine fällt. Spring da drauf. Was soll ich denn machen? Mann, das ist ein Pech! Das war wirklich so. Ah, schade, passiert. Ist halt nicht mein Endgame. Bei Takeshis Castle eine 4 Meter Wand. Doch, am Anfang gab es aber auch diese Dinger, wo die diese wirklich hohe Wand hatten, wo du dich so hochziehen musst. Und ja, wie gesagt, dieses Schaumstoffteil, wo du dich wirklich so dran klammern musstest, dann hat es angefangen sich zu drehen und du bist über so Wasser gefahren und musstest dann auf so einer Plattform landen. Ich glaube, wenn du da Kraft hast, das hilft schon ziemlich. Vor allem, wie lustig waren immer diese Endrunden quasi mit dem Wasserpistolen zerschießen. Ach, das war immer völlig weg. Ja, das war immer so jedes Mal. Die von dem Takeshi, die waren immer doppelt so dick und er hat immer so die Mega-Super-Soaker und die anderen nur so eine Wasserpistölchen. Und vor allem hier das Labyrinth, wo du dich nicht entdecken lassen konntest oder solltest. Das war schon lustig. Ja! Oder wo die, wenn die diese Bälle aus den Kanonen auf die Leute auf dieser Leiterbrücke, die so wackelig war, geschossen haben. Genau, ich glaube, am meisten Spaß hat's gemacht, wenn du ein Teil des Teams warst. Also wenn du diese Kanonen betätigen durftest oder so. okay, dann würde ich mich mal bedanken bei beiden Chats. Vielen lieben Dank auch an Chris. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das können wir gerne nochmal machen. Sehe ich auch so. Fall Guys Win geholt. Viel Spaß bei deinem Meeting. Ja, danke. Und bei der DTM natürlich. Also Leute, ne, hier DTM-Freunde, da seht ihr wahrscheinlich Mike dann in Aspen.
Nee, wie heißt das? Aspen. In Assen, einfach 2 S. Assen. Assen, Aspen, ja. Aspen ist Wintersport in den USA. Ah. Okay. Ja. Chris, ich wünsche dir einen schönen Tag. Viel Spaß auf dem Kindergeburtstag. Ja, danke schön. Macht's gut, meine Lieben. Ciao, ciao. Ciao, Mike. Disconnected. So, dann raiden wir jetzt auch noch wen. Erstmal vielen lieben Dank, Leute. Ich wollte nicht alles vorlesen, weil es immer, wenn 2 Streamer streamen, zu viel wird. Aber es sind so viele neue Follows. Vielen lieben Dank an alle, die neu reingefollowt haben. An die Bits, die da gelassen worden sind. Unter anderem von Hulkbuster. Aber auch Dankeschön für die Subs. Commander Cookie habe ich gelesen. Und danke nochmal für den Hinweis bei Pete's Meat. Danke für die Bits, AKL. Und für den Sub, Twitch Prime von Peer Lord. Amarjan mit dem Resub. Sub von DW3, vielen lieben Dank. Chris hat gesubbt, Gonna Hitia hat gesubbt, Tsuki Tsukasa, Chris hat 5 Subs verschenkt und selber gesubbt. Also heute war eine Menge los. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ah, Jens schreibt heute, hat Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne hat das, hat, also ich fand es heute sau cool. Madden hätte ich gerne ein bisschen mehr gespielt. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen über Football reden auch. Das war ja auch Sinn der Sache. Fall Guys war auch nochmal lustig und ich stream bestimmt, weiß nicht, vielleicht sogar heute Abend wieder. Oder morgen Abend. Vielleicht sogar morgen Abend Last of Us mit Alti wieder. Mal schauen. Hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Ich gehe jetzt ins Meeting. Kuss geht raus an euch. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ich guck mal kurz, wen wir raiden können. Komm, wir raiden mal den Hardy. Oder? Ich raide mal Hardy. Vielen lieben Dank, Leute. Kuss geht raus. Raid-Message ist Grüße von Mike. Wir machen es heute mal.